dann lässt einen das manchmal gar nicht mehr los. Also dieses Wissen darum, dass es eben Menschen gibt, die so schutzlos sind, die so ausgebeutet und ausgenutzt werden von anderen Menschen. Hallihallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast und deinen Weg gefunden hast hier auf unserem Hier-Kanal. Wie du unschwer erkennen kannst, bin ich nicht alleine, sondern ich habe zwei GesprächspartnerInnen hier bei mir, auch beide aus Köln, Daniel und Tirza. Erstmal zu euren Berufen, weil das gar nichts damit zu tun hat, worüber wir gleich reden werden. Daniel, du bist Lehrer und Tirza, du bist Sprachtherapeutin. Und ihr seid beide heute nicht hier in dieser Rolle, sondern als Botschafter beziehungsweise Botschafterin von der International Justice Mission. Ja, genau. Das hast du schon sehr gut ausgesprochen. Das ist manchmal ein kleiner Zungenbrecher. Deswegen kürzen wir International Justice Mission meistens mit IJM ab. Mhm. Genau. Und ihr seid hier in Köln die Leiter von der Gruppe, ne? Okay. Ja. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns einmal darüber unterhalten, was ist IJM, wofür steht das, was treibt euch an sozusagen und dann auch nochmal genauer darauf eingehen, warum macht ihr das eigentlich? Also International Justice Mission, Justice heißt ja Gerechtigkeit, das heißt, die Motivation ist ja irgendwie aus einer vorhandenen Ungerechtigkeit heraus. Worum geht es bei IJM? Ja, IJM ist eben eine international agierende Menschenrechtsaktion, Organisation und genau wie du gesagt hast, da gibt es eben viele Menschen in der Welt, besonders aus ärmeren Verhältnissen, die durch ihr Rechtssystem nicht geschützt werden, die eben Ungerechtigkeit und oft eben auch Gewalt erfahren. Das kann Gewalt an Kindern und Frauen sein, polizeilicher Machtmissbrauch oder eben auch oft moderne Sklavereiformen. Und genau das bekämpft IJM und arbeitet dabei immer ganz eng mit lokalen Behörden und Regierungen zusammen. Mhm. Genau. Und jetzt sind wir hier so in Deutschland in unserer Blubberblase und eigentlich klingt das sehr weit entfernt, muss man sagen. Was bewegt einen dazu oder warum ist es trotzdem sinnvoll, eine Gruppe von IJM in Deutschland zu haben oder in Köln hier? Ja, ich glaube, wir können hier auch was bewirken, da bin ich mir ziemlich sicher. Also sei es mit Aufklärung, mit Fundraising, wo wir einfach IJM global unterstützen können. Und wir können hier unsere Freiheit nutzen, um anderen zu helfen, in die Freiheit zu kommen. Und wenn wir von Befreiung sprechen, wie sieht das aus? Also wie werden die Menschen da befreit? Wohin kommen sie dann? Was ist da für eine Nachbereitung? Also könnt ihr uns mal irgendwie so durch so eine Befreiung führen, wie wir uns sie vorstellen könnten? Also IJM arbeitet, wie schon gesagt, mit der Polizei vor Ort zusammen und hat auch verdeckte Ermittler, die durch die Häuser ziehen, sage ich mal, die durch die Bordelle gehen. Oft kriegt die Polizei eben Hinweise darauf, dass zum Beispiel in so einem Haus da was komisch ist, da sind irgendwie ganz viele Kinder oder so. Und dann ist das tatsächlich, kann man sich das vorstellen, das ist so eine sehr minutiös geplante Aktion mit eben der örtlichen Polizei zusammen. Wo man dann wirklich mit der Polizei, mit Einsatzkräften in so ein Haus reingeht und die Kinder da halt rausholt. Dann gibt es ein 90-tägiges Programm direkt nach so einer Befreiungsaktion, weil das natürlich unglaublich traumatisch sein kann oder oftmals ist, wo wirklich geguckt wird, wie geht es den Kindern, was haben die vielleicht auch für körperliche Beschwerden, es wird sich medizinisch um die gekümmert, psychologisch natürlich. Mhm. Und die ersten 90 Tage sind da immer sehr entscheidend. Mhm. Und dann über diese 90 Tage hinaus gibt es eben bis zu einem Jahr mindestens ein Programm, wo die Menschen immer noch weiterhin begleitet werden, wo ihnen geholfen wird, eben mit dem Erlebten umzugehen, in ein neues Leben zu starten. Kann man sich das im Prinzip vorstellen. Und dann werden oftmals wenn die Täter eben auch festgenommen werden konnten im Rahmen von so einer Befreiungsaktion mit der Polizei, dann versucht IJM eben auch bei der Rechtsprechung mitzuhelfen, weil es oftmals in den Ländern so einen rechtsfreien Raum gab oder dass so ein Täter gar nicht wirklich verurteilt wurde oder verurteilt wurde zu einer Woche im Gefängnis oder so. Und was bewegt euch persönlich dazu, sich dazu engagieren? Die Geschichten sind oft ähnlich. Wenn man so das erste Mal davon hört, das war bei mir in Südafrika,
dann lässt einen das manchmal gar nicht mehr los. Also dieses Wissen darum, dass es eben Menschen gibt, die so schutzlos sind, die so ausgebeutet und ausgenutzt werden von anderen Menschen und eben oft unter Einfluss von Gewalt oder anderen Mitteln so ihrer Freiheit beraubt werden, das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe dann eben gesucht, was kann man dagegen tun, und bin da dann auch auf IJM gestoßen als Organisation, die sich genau dafür einsetzt. Und irgendwie war für mich klar, da muss ich mich da engagieren. Und Tizza, was ist deine Begegnung damit, deine Geschichte? Ja, ich liebe Menschen und Voraussetzung. Ja. Nee, und irgendwann habe ich gemerkt, wie viel Ungerechtigkeit einfach auf der Welt herrscht. Man wird ja überflutet mit Nachrichten, mit schlechten Nachrichten. Und ich finde, man sitzt oft in seiner Wohnung und denkt, und ich kann hier nichts machen. Ne? Aber man kann was tun, und das ist das Coole. Zum Beispiel bei IJM. Ne? Mhm. Da kann ich mich dafür einsetzen, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir drüber quatschen, dass Geld gesammelt wird und dadurch Freiheit geschehen kann. Genau. Mhm. Ihr seid ja jetzt Leiter der Organisation in Köln oder der Gruppe in Köln. Gibt es denn noch mitarbeitende Ehrenamtliche, und wie sieht die Aufgabenteilung da aus? Oder was, wenn jetzt jemand zuguckt und sagt, oh, das brennt mir auch auf dem Herzen, ich würde auch gern mitmachen. Was heißt mitmachen? Wie sieht das aus? Ja, wir sind jetzt echt eine Gruppe, glaube ich, von 20 bis 30 Personen, was schon echt cool ist. Uns gibt es ja erst seit einem Jahr. Und wir starten so langsam. Ne? Der Lockdown hat uns ein bisschen ausgebremst, aber jetzt haben wir Kampagnen auf Instagram gestartet zum Thema Fair Fashion, zum Thema fairer Kaffee. Und es sind meistens Themen, worauf wir Bock haben, ne? Was uns interessiert, wo wir uns mit beschäftigen wollen. Und einfach zu schauen, okay, was können wir verändern, wo können wir einen Unterschied hier machen. Ne? Mhm. Also wir haben noch Spendenläufe zum Beispiel durchgeführt. Mhm. Wir haben jetzt so einen Abend, wo wir Kunst eben die von befreundeten Künstlern ausstellen und die auch dann eben für Fundraising verkaufen. Es gibt ja deutschlandweite Aufklärungskampagnen, an denen wir dann auch als Gruppe teilnehmen. Ja, genau. Ja. Ja. Also das ist ganz offen, und vor allem das Coole ist halt, also wir haben eine sehr vielfältige Gruppe auch, also quer durch die Berufe, Altersgruppen, mit christlichen, aus verschiedenen Religionen, und das ist irgendwie auch so die Stärke. Man kann ganz verschiedene Sachen machen, also es ist gar nicht so, als würden wir jetzt oder es würde unser Büro in Berlin uns vorgeben, was wir machen müssen, sondern wir können unsere Gruppe fragen, ey, wo habt ihr Bock drauf, was interessiert euch? Und dann versuchen wir das halt umzusetzen, um die Leute zu erreichen. Ne? Also das ist ganz, ganz cool eigentlich. Ne? Ich war tatsächlich auch in Münster mal auf so einer, weiß nicht, ob das eine Kampagne war, aber es war halt draußen auf der Fußgängerzone auf dem Boden so aufgemalt oder etwas ausgerollt, wo so Schritt für Schritt man Neues über Sklaverei erfahren konnte, wie viele Menschen heute in Sklaverei leben. Und ich weiß noch, der letzte Schritt war, bis alle frei sind, stand da. Ne? Oder das war so der Slogan. Ne? Genau. Könnt ihr darüber noch so ein bisschen mehr erzählen? Ja, es gibt einmal im Jahr einen Tag, der Europäische Tag gegen Menschenhandel. Der ist immer im Oktober. Und da können sich ja die verschiedenen Gruppen anschließen. Und wir sind jetzt in Köln aktiv. Das heißt, wir stehen sehr wahrscheinlich hoffentlich auf dem Ludwigplatz. Das ist hier in Köln ein zentraler Platz. Verteilen 80-Euro-Scheine, was richtig cool ist, weil das ungefähr einem Wert entspricht, wofür man heute einen Mensch kaufen kann in Sklaverei. Und kommen damit mit den Menschen ins Gespräch, das ist ganz schön cool. Ich habe sogar mal einen mitgebracht. Genau, so sehen die auch. Das klingt ja merkwürdig, 80-Euro-Schein. Ja. Sieht erstmal aus wie ein 20-Euro-Schein. Und die hängen wir dann so an Wäscheleinen eben auf oder verteilen die auch auf dem Boden. Und das haben wir auch letztes Jahr schon gemacht, auch am Ludwigplatz. Das ist echt heftig, ne? Es gibt einem auch so ein bisschen Schauer, finde ich. Auf jeden Fall. Also tatsächlich ein bisschen Gänsehaut, so boah. Da kommt man auf jeden Fall gut ins Gespräch mit den Leuten. Und das ist ganz oft die Reaktion, dass gesagt wird, 80 Euro für einen Menschen, den ich mir kaufen kann, das kann doch gar nicht sein. Und das ist, halt dieser Aspekt auch dieser modernen Sklaverei. Ne? Also da wird ja manchmal so ein bisschen unterschieden zur historischen Sklaverei. Die moderne Sklaverei ist viel schnelllebiger, man kriegt Menschen leider viel, viel günstiger. Und da wollen wir eben auch mit dieser bundesweiten Kampagne darauf aufmerksam machen, dass das passiert. Also für 80 Euro durchschnittlich bekomme ich einen Menschen sozusagen, der in Sklaverei dann lebt. Können wir vielleicht noch mal einmal definieren, dass es ein bisschen mehr greifbar ist, was bedeutet moderne Sklaverei? Also irgendwie haben wir ja ein Bild
von Sklaverei. Es ist irgendwie so, dieses, die Leute arbeiten auf dem Feld und es ist schwere körperliche Arbeiten, die werden schlecht behandelt und kriegen das Nötigste nur. So, das ist ja das auch vielleicht so ein bisschen biblische Bild von Sklaverei, das wir im Kopf haben. Also wenn ich an Sklaverei denke, dann denke ich auch viel an diese biblischen Beispiele, sage ich jetzt mal. Wie kann denn Sklaverei heute aussehen oder was ist denn die heutige Realität? Also Sklaverei ist erstmal immer, dass eine Person natürlich gegen den Willen mit verschiedenen Mitteln wie eben Täuschung oder Androhung von Gewalt oder Betrug ausgebeutet wird für finanzielle Zwecke. Das ist Sklaverei und moderne Sklaverei ist eben sehr, sehr vielfältig. Das heißt, das kann an Arbeitern, Arbeiterinnen in einer Ziegelei sein, in Indien, die irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten müssen und ein Leben lang irgendwie Schulden abbauen müssen, die sie eigentlich gar nicht haben. Das kann in einer Kleidungsfabrik sein. Das ist ganz oft eben sexuelle Ausbeutung in Bordellen oder eben vor der Kamera für Cybersex-Ausbeutung. Manchmal sind es auch Zwangsheiraten, dass eben junge Mädchen eben zwangsverheiratet werden, auch mit einem finanziellen Hintergedanken. Macht diese moderne Sklaverei eben so vielfältig. Ja, ihr habt ja diesen Slogan, bis alle frei sind. Ne? Das kann man ja eigentlich fast so als Vision betiteln. Da wollen wir ultimativ hin. Gibt es denn auch so 5 oder 10 Jahresziele, dass man sagt, so in den nächsten 5 Jahren wollen wir das und das erreicht haben? In den nächsten 10 Jahren würden wir gern davon erzählen. Es gibt eine Vision 2030 von IJM, die lautet, dass wir Millionen Menschen befreien wollen, eine 500 Milliarden Menschen schützen wollen und Rechtssysteme stärken möchten, damit Menschen in Armut mehr Schutz erfahren. Mhm. Das ist auch schon eine große Vision. Ich glaube, aktuell hat IJM so um die 70.000 Menschen aus Sklaverei befreit. Aber nach einer Vision muss man sich ja auch ein bisschen strecken. Ja. Aber das soll 2030 auf jeden Fall erreicht werden. Ja. Bis alle frei sind, ist natürlich eine Riesenvision. Das wird 2030 schwierig, aber auch das wollen wir irgendwann schaffen. Ja, auf jeden Fall krass. Vielen Dank, möchte ich euch einfach mal sagen, dafür, dass ihr euch engagiert, dass es euch so auf dem Herzen brennt eigentlich, dass es auch in eine Aktion überfließt. Habe ich großen Respekt vor. Und falls du das Video gesehen hast und gedacht hast, boah, das ist eigentlich auch etwas, was mich schon lange irgendwie umtreibt oder vielleicht ganz neu bewegt hat, und du dich einsetzen willst, vielleicht gibt es in deiner Stadt ja schon eine IJM-Gruppe, etwas, wo du dich engagieren kannst. Oder vielleicht kann man auch, ich weiß nicht, Social Media verbindet ja auch über die Städte hinweg. Ne? Ja. Vielleicht suchst du auch noch eine Organisation, wo du deinen Zehnten hingeben kannst oder wo du dich einfach anderweitig beteiligen kannst und das unterstützen kannst. Wir verlinken dir auf jeden Fall die Webseite in der Infobox unter diesem Video. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Ihr habt bestimmt auch einen Instagram-Kanal, also IJM Deutschland gibt es auf jeden Fall, das weiß ich. Und wenn du sonst Fragen, Wünsche, Anregungen hast oder selbst Gedanken zu dem Thema, dann hinterlass sie doch gerne als Kommentar unter diesem Video. Yes, abonnier den Kanal, wenn wir uns wiedersehen wollen, dann gerne am nächsten Mittwoch mit einem neuen Thema. Bis dahin, ciao.